Sensationell aus, oder? Guten Morgen, liebe Freunde von Lukocht. Wir sind wieder da. Wir haben uns eine kleine Pause gegönnt und sind jetzt in Augsburg. Wir sind gerade aufgewacht, aufgestanden, sind hier im Hotel. Gehen jetzt lecker frühstücken. Danach geht's gleich ins Auto und dann zum Andreas Lute, Torwart vom FC Augsburg. Dort wird richtig Leckeres gekocht. Bleibt dran und viel Spaß bei unserem neuen Vlog. Immer wichtig. Wir legen den Schlüssel da hin, gell? Perfekt. Danke, gell? Danke, tschüss, viel Erfolg. Ja, danke, tschüss. Wir sind jetzt beim Andreas angekommen, haben gerade geparkt, gehen jetzt zu ihm und fangen dann gleich an zu kochen. Und es wird richtig spannend und ich freue mich mega drauf jetzt. Ist vom Bild her gut oder sehe ich mega klein aus? Sieht mega klein aus. Ja, ja, also der Block ist halt cool, da kann man so einen Rocker noch hinstellen. Hallo liebe Freunde von Lukocht, wir sind endlich hier bei Andreas Lute. Ich freue mich mega, dass wir heute hier kochen dürfen bei dir. Sehr gerne. Wir haben heute ganz viel vorbereitet. Kurz zum Andreas, zum Andi. Der Andi ist Fußball-Torhüter beim ersten Bundesligisten FC Augsburg. Wir kochen jetzt heute hier, kochen natürlich vegan. Andreas ernährt sich auch jetzt schon seit über vier Jahren vegan. Wir sind richtig froh, dass wir hier sein dürfen. Wir machen heute was Einfaches, aber auch was mega energiereiches. Wir machen heute einen richtig leckeren veganen Burger mit Erbsenprotein, bisschen Quinoa-Mehl, Haferflocken für unseren Eisenhaushalt und vielen frischen Gemüse. Und ich würde sagen, wir legen gleich mal los. Sehr gerne. Andi, du darfst schon, du magst gleich schon ein bisschen was vorbereiten für unseren Burger. Wir schneiden die Gurke nachher ein bisschen klein. Wir machen ein bisschen Tomate, das wir dann alles so schön drauflegen können. Okay. Und ich fange schon mal mit den Linsen an. Bereiten den Patty ein bisschen vor und ihr seid dabei, wenn wir jetzt hier gleich anfangen zu kochen. Ja, der Andi, der darf jetzt ein paar Zwiebeln schneiden noch. Die nehmen wir dann gleich mit dem Knoblauch auf. Kommt dann mit den Linsen, mit dem Erbsenprotein, mit den Haferflocken und dem Quinoa-Mehl mit in den Mixer rein. Und wir machen auch noch ein bisschen frische Petersilie mit dazu, ein bisschen Gewürze. Und dann wird es eine richtig runde, leckere Sache. Knoblauch, Zwiebeln sind perfekt vorbereitet jetzt für unseren Mixer. Wir starten jetzt gleich, schmeißen den mal an, geben die ganzen guten Zutaten dazu und dann schauen wir, dass wir richtig gute Patties rausbekommen. Als erstes geben wir jetzt die Kichererbsen in den Mixer. Dann geben wir die Zwiebeln und den Knoblauch dazu. Dann kommen die Linsen dazu und da darf auch gerne ein bisschen was von dem Sud mit dabei sein, weil nachher dann die Haferflocken und das Erbsenprotein da einiges aufsaugen wird. Und dann schmeißen wir den Mixer das erste Mal an und geben dann nach und nach noch das Erbsenprotein dazu und das Quinoa-Mehl und die Haferflocken. Jetzt kommen die Haferflocken dazu, ein bisschen von dem Quinoa-Mehl und unser Erbsenprotein. Und dann wird das nachher eine richtig tolle Masse für unsere Patties. Jetzt geben wir für den Geschmack noch ein bisschen Senf mit dazu und würzen das Ganze mit etwas Paprikapulver, ein bisschen Knoblauch und natürlich Salz. Zum
Zum Schluss gibt es dann noch ein bisschen Petersilie drauf. Dann rühren wir es nochmal um, schmecken die ganze Masse nochmal ab und können dann gleich die Masse noch ein bisschen ziehen lassen. So 5 bis 10 Minuten ein bisschen quellen lassen. Wir machen jetzt die Burgersoße. Also der Andi darf die Burgersoße machen. Wir schneiden jetzt als erstes die Frühlingszwiebeln klein. Dann schneiden wir die Zwiebeln klein. Also die darfst du schön klein schneiden, so wie vorher. Das hat er perfekt gemacht. Die kommt auch mit rein. Dann geben wir die vegane Mayo mit dazu. Ein bisschen Senf. Das leckere Paprikagewürz. Ein bisschen Tomatenmark. Geben nachher ein bisschen Salz mit dazu. Rühren das um. Und Kresse und dann ist die Burgersoße fertig und die wird richtig lecker, schön frisch und vegan auch. Könntest noch zwei machen. Okay, wo bist du da? Von mir wahrscheinlich. Wir machen heute ein Mousse-Schokolade aus Kichererbsenwasser und da benutzen wir Zartbitterschokolade. Ist vegan, alles über 70% ist immer vegan. Wisst ihr, wenn ihr einkaufen geht zum Beispiel, einfach drauf schauen. Wir machen die Schokolade jetzt auf dem Wasserbad ein bisschen warm. Lass es nochmal ein bisschen abkühlen, dass sie nicht zu heiß ist. Schlagen dann das Kichererbsenwasser auf, machen ein bisschen Agavendicksaft und Vanille dazu rein und geben das zusammen, füllen das in Gläschen und stellen es in den Kühlschrank für eine Stunde und dann ist es nachher unser Dessert nach dem Burger. Du darfst gleich schon unser Mousse-Schokolade probieren, das wir heute aus Kichererbsenwasser gemacht haben. Jetzt hoffe ich, dass es dir schmeckt. Wahnsinn. Die Konsistenz. Unfassbar. Und es geht viel schneller, viel einfacher, viel gesünder und schmeckt total gut. Wahnsinn. Schade für dich in dem Fall, dass du es nicht mehr essen kannst. Unfassbar, echt.
Was meinst du jetzt? Du hast auch vorher gesagt, dass dein Vater dich oft schon gefragt hat, wegen deinen Proteinen, wegen dem Eiweiß, wenn jetzt kein Fleisch und keine Wurstwarme ist. Mhm. Wenn du ihm sowas vorsetzen würdest, was würde er dann sagen? Also ich bezweifle, dass er bei so einem Dessert überhaupt den Unterschied schmecken würde. Einfach, wir kennen Mousse-Schokolade, wie es sein soll. Und das hier ist genau so, wie es sein soll. Nur, dass eben nicht diese traditionellen Produkte drin sind, eben tierischer Natur. Da wird einem, wie mein Papa, der jetzt mit dem Thema vegan nicht so viel zu tun hat, erstens der Unterschied nicht auffallen und zweitens wäre er einfach nur geflasht von dem Geschmack. Weil das ist ja letztendlich das, was zählt. Es soll schmecken und das tut es halt. Und dann komme ich gleich zum nächsten Thema, vegane Ernährung. Wie fassen das deine Kameraden in der Mannschaft auf? Also meine Kollegen nehmen das total locker auf. Also es sind sehr, sehr, sehr viele dabei, die sich allgemein mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen, weil sie halt dafür sorgen wollen, dass der Körper fit ist. Ich meine, das ist unser Kapital als Profisportler und deswegen, also noch nie vorgekommen, dass da einer ein Problem mit hat, sondern die Fragen eher, wie machst du das, worauf achtest du da und so weiter. Fans ist eine gemeinnützige Organisation, 2015 gegründet von mir und Kollegen von mir, der damals auch noch Fußball gespielt hat. Themenbereiche einmal Integration durch Sport und einmal politische Bildung für Kinder. Da erreichen wir mittlerweile mehrere hundert Kids in Nordrhein-Westfalen, in Bayern und sind sehr, sehr erfolgreich damit. Das ist etwas, was mir sehr, sehr viel Spaß macht. Sicherlich auch noch mein Leben bereichern wird, wenn ich nicht mehr Fußball spiele. Seitdem du dich dann vegan ernährst, merkst du da gewisse körperliche und geistige Unterschiede auch? Also ich muss sagen, ich habe in relativ kurzer Zeit eine Menge Gewicht verloren. Hatte so ein bisschen mit dem Anpassungsprozess zu tun. Aber ich habe letztendlich gemerkt, es waren Kilos, die ich selbst als gesunder Mensch nicht gebraucht habe. Und letztendlich war ich dann ein paar Kilo leichter und konnte einfach das, was ich an Muskelmasse habe, danach viel besser einsetzen. Das ist ja schließlich ein Unterschied als heute, ob man 95 Kilo mit sich rumschleppen muss oder eben 88 als Beispiel. Ich denke, das hat mich nochmal ein bisschen schneller gemacht, einfach auch weniger verletzungsanfällig, definitiv. Ich hatte seitdem keine schwere Verletzung. Was ich so im Alltag merke, ist, dass Geschichten wie Grippe oder so Kleinigkeiten, die einen doch immer für ein paar Tage eben rausnehmen, Das mir ganz, ganz selten passiert. Dani und ich haben uns was ganz Tolles für euch überlegt. Und zwar könnt ihr euch mal dieses Rezept abschauen von diesen richtig mega leckeren Burger Patties. Dazu müsst ihr einfach unter dieses Video kommentieren. Und ganz wichtig, gibt noch was zu gewinnen. Ihr müsst auf der Facebook-Seite von In Safe Hands, ich verlinke ich über Video, einfach draufklicken und liken, könnt ihr noch was gewinnen. Und das zeigt euch jetzt der Andi. Ihr könnt ein signiertes Trikot von mir gewinnen. Also fleißig kommentieren, die Seite Insel Fans liken. Ja, liebe Freunde von Lou Kocht, ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen heute bei Andi Lute zu Hause. Bester Torwart, den es gibt. Macht fleißig mit bei dem Gewinnspiel, kommentiert auf jeden Fall unter diesem Video, liked die Seite von InSafe Hands, ist eine richtig tolle Sache für Integration und für ein liebevolles Miteinander. Wir wünschen euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Liked das Video. Genau, like fleißig kommentiert. Schaut mal im Stadion beim FCA vorbei und drückt ihnen die Daumen. Wir sehen uns. Das war's. Euer Andi und Lou von der Lou Kocht Family. Ciao. Ciao, ciao. Ist auch nicht so schwer, oder? Also nicht so fettig, so. Ja, nicht. Ich jeden Tag esse. Läuft schon, gell? Okay. Augsburg, hier sind wir. Ja, ich würde es so machen, einfach so ein bisschen schräg schneiden, dass sie so ein bisschen größer sind, halt dünner. Schatz, magst du ein bisschen herkommen und uns mehr so von so filmen? Oder machst du einfach? Du machst einfach. Ja, du brauchst die dann. Okay. Ich habe mal ein Video von dir gesehen. Du hast ja einen YouTube-Kanal, gell? Richtig, ja. Da warst du, du bist ja Kontrolleur irgendwie. Du kontrollierst immer für die. So spaßeshalber auch die Kühlschränke der Kollegen. Also das war eigentlich nur ein kleiner Gag im Trainingslager mal. Ja. Ich führe die Mannschaftskasse und sorge halt dafür, dass regelmäßig auch Beiträge reinkommen. Da muss ich mir schon mal ein bisschen was einfallen lassen. Wenn es zu spät kommt, nicht reicht, dann schaue ich schon mal gerne mit da rein. Und ja, es war einfach eine nette Aktion von FCA TV, die wir da im Trainingslager gemacht haben. Ja, sehr cool, sehr cool.
Ich habe Hunger. Ja, ich auch. Wirklich, seit gestern Abend nichts gegessen. Ja. Und das mit der veganen Ernährung, wie das jetzt nochmal so war und so. Hört sich gut an. Weißt du, das ist so der Part richtig. Jetzt haben wir gekocht, jetzt essen wir, jetzt ist so die gemütliche Ding, jetzt machen wir so interviewmäßig. Finde ich gut, oder? Okay. Okay, cool. Und das ist benannt, komplett zufrieden. Also ich muss ja sagen, ich habe mich bislang, also ich bin jetzt 4 Jahre vegan, ich habe mich bislang sehr zurückgehalten, was so das öffentliche Auftreten damit angeht. Aber seit der Peter-Kampagne, die ich wirklich sehr, sehr gerne gemacht habe, als die Anfrage kam, ist mir schon bewusst geworden, dass ich da vielleicht auch gerne ein bisschen offensiver mit umgehen kann, weil es ein schönes Thema ist, was eben viele Leute interessiert. Und als Profifußballer bist du vielleicht ein kleines Vorbild und regst Menschen dazu an, sich mit dem Thema zu beschäftigen oder allgemein über ihre Ernährung nachzudenken. Und das ist vielleicht schon ein kleiner Teil, den man da beitragen kann. Ja, sehr schön.